Hast du manchmal Schwierigkeiten, damit weiterzumachen im Leben, obwohl du weißt, was eigentlich auf dieser Welt abgeht? Eine tiefe Frage, ist eine gute Frage. Bro, was sagst du zu der Selbstständigkeit? Kennt ihr Männer aus Deutschland, die einen OnlyFans-Account haben und da Sachen von sich selbst posten? Wie lange brauchst du mit deiner Routine, um einen 15-Minuten-Vlog zu schneiden? Irion sagt, das Problem ist, dass beispielsweise Totenhöfer bei Belasch und Boogie nicht kritisch hinterfragt wurde und das ist manchmal gefährlich, gerade in der Politik, aber auch bei Künstlern. Du bist für dein Ziel, für deinen Traum, für dein Leben selbst verantwortlich. Alles, was du schaffst, dafür bist du verantwortlich. Alles, was du nicht schaffst, genauso. Wir sind die Captain von unseren eigenen Böten, na man. Böten in den Man. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Hast du der Fall? Fatih Sido sagt, hast du vergessen, dein T-Shirt auszuziehen? Stimmt, Digga. Wishu. Tufan ist auch am Start. Yes, Digga. Nee, heute ist gar nicht so heiß, Bro. Kann sein, wenn ich jetzt anfange, meinen Tee zu trinken, dass ich dann auf die Gedanken kommen werde, weil es dann zu heiß wird und ich wieder am Sweaten bin. Dann muss ich mich natürlich auch wieder von meinem T-Shirt befreien an der Stelle. Aber aktuell geht das noch. Na? Wie geht's euch, Leute? Schreibt mal rein, habe ich euch vorhin schon gefragt. Anstatt reinzuschreiben, was ich reagieren soll, schreibt mal lieber rein, wie es euch geht, Motherfucker. Wir werden heute wahrscheinlich auch gar nicht reagieren auf irgendwas oder so. Ich bin auch nur eine Stunde live, weil um 13.30 Uhr, meine Zeit, habe ich mich verabredet mit einem Bruder, der auch aus Deutschland kommt. Wetter ist scheiße hier in Berlin, mieser Wind, sagt Karma. Ja, ne, habe ich auch schon gehört. Aktuelles Wetter. Die Laura hat mir vorhin ein Video geschickt. Okay, jetzt wird jetzt schon warm. Ich glaube, es liegt nur, weil der Tee hier steht, wird es gerade schon heiß. Laura hat mir heute ein Video geschickt vom Weihnachtsmarkt, Bruder. Bro, das war auch hart für mich, Digga. Ich habe das schon so lange nicht mehr gesehen, ne? So die deutschen Vibes, Weihnachtsmarkt, so. Mir kommt es auch vor, als ob ich schon Jahre hier bin, obwohl es noch nicht mal ein Jahr ist. So. Kommt mir vor, als ob ich schon echt lange, lange weg bin aus Deutschland. Ich bin aber auch einer, der sich schnell dran gewöhnt, einfach so. Weißt du? Ich gewöhne mich schnell dran, wo ich bin. Ich gewöhne mich schnell an die Umgebung. Und deswegen vergesse ich halt auch schnell die Vergangenheit so. Relativ. Ich erinnere mich dann eigentlich immer nur an die guten Sachen so. Ja, Mann. Das ist so mein Ding. Oh, shit. Na, Jul Kim ist mit 12 Euro am Start und sagt, alles Gute. Ich küsse dein Herz, Bruder. Dabei ist alles, weil dabei ist alles. Danke für den Support, Bro. Miami, Ausrufezeichen, da sehe ich dich im Club Bottles Poppen. Bottles Poppen it in, man. Gib mir die Bottle Puppy Vibes, Motherfucker. Dima E sagt, die Frisur und der Übergang ist echt killer, Bro. Tschüss. Bro, neue Friseur ist Baba, oder? Fühle ich auch auf jeden Fall. Einer fragt, also Renox21 fragt, fühlst du dich da noch sicher? Ich fühle mich eigentlich immer sicher. Ich habe schon immer öfter die komische Gedanken und komische Gefühle, so. Sag ich ehrlich. Ja. Immer mehr so Gedanken von wegen so, fuck, oh nee, solltest du dahin gehen um die Zeit, solltest du das machen, solltest du dies machen und das bremst mich halt. Das fuckt mich auch ein bisschen ab, um ehrlich zu sein. Alles ist scheißegal, bis es neben einem passiert, dann fängt man an zu überlegen. Ja, das ist ja schon relativ früh neben mir passiert, so. Es war ja in den ersten 2 Monaten, in denen ich hier war, habe ich den Shit ja schon vor meinen Augen direkt gesehen. So. Und das hat das alles auf jeden Fall verändert. Bro, was sagst du zu der Selbstständigkeit? Und eigenes Business aufbauen? Ich bin generell ein Fan davon, wenn jemand seine Liebe gefunden hat und seine Bestimmung gefunden hat und weiß, in was er gut ist und weiß, was er für sich vorhat und was er gerne machen würde, sich dann in dem Bereich selbstständig zu machen, sehe ich immer als sehr, sehr wertvoll. So Menschen, die eine Liebe haben, Menschen, die eine Vision haben, die sich selbstständig machen, sehe ich als sehr, sehr wertvoll. Nicht nur für sich selber und deren Familien, sondern auch für andere Menschen in der Umgebung, die man dann vielleicht mitziehen kann etc., weißt du? So. Also ich bin schon ein Fan davon. Man muss aber ganz klar dazu sagen, Selbstständigkeit bringt auch viele Bauchschmerzen. Selbstständigkeit, du bist halt selbstständig, ständig am Tun, ständig am Nachdenken, ständig am Machen und du musst dich selbst motivieren, selbst
Du hast keinen, der dir sagt, du musst jetzt aufstehen. Du hast keinen, der dir irgendwelche Termine vorgibt. Du musst dir deine Termine selber machen. Du musst dir selber in den Arsch treten. Du musst dich selber motivieren. Selber Leute einstellen. Dich selber um Menschen kümmern, wenn du Mitarbeiter hast. Es ist ein sehr großer Schritt in die Selbstständigkeit. Und man sollte sich auf jeden Fall im Vorhinein Gedanken darüber machen. Aber wenn du überzeugt von dir und deiner Sache bist, von ganzem Herzen, dann lege ich das dir auf jeden Fall ans Herz. So. Meinst du, Corona-Maßnahmen werden noch härter in Mexiko? Nee. So wie ich das mitbekomme, werden die immer lockerer gerade. Also, so wie ich jetzt auch mitbekommen habe, sind die Partys auch wieder am Start. Ich bin auch auf eine Jungle-Party in Tulum eingeladen für morgen. So. Aber ja, das überlege ich mir nochmal. Obwohl man halt sagen muss, bei den Jungle-Partys ist es eigentlich relativ safe, weil die halt im Jungle stattfinden. Relativ safe und es ist am Arsch der Welt irgendwo und da sind dann nur die Leute, die halt ein Ticket gekauft haben, ist nicht irgendwo im Centro oder so. Wie da, wo die Schießerei war, das war mitten im Centro in Tulum und da passiert halt auch viel. So, da sind die ganzen Touris, da sind die ganzen Leute, die Drugs verticken etc. Yes. Wo hast du diese ärmellosen Pullis her, Bro? Ah, du meinst diesen einen weißen und zum Beispiel den grauen Calvin Klein oder was? Den weißen habe ich hier, also den hier. Hab ich in Playa del Carmen gekauft. Im Zara, Digga. Das ist Zara. Und das hier. Das habe ich, weiß ich gar nicht mehr. Irgendwo, das habe ich irgendwo in Deutschland gekauft noch. Und ich hatte auch eigentlich für meine Kollektion Be Unique, die damals die letzte, die rausgekommen ist mit den Jogginganzügen, hatte ich eigentlich auch einen, wie der schwarz-goldene Samtanzug, hatte ich ein Oberteil, genau das. Weil ich wusste, dass das geil ankommt und weil ich es selber auch gerne trage. Genau das hatte ich mit Be Unique vorne drauf. Ich weiß nicht, hatte ich nicht mal irgendwo auch ein Bild gepostet damit? Ich glaube schon. Also ich habe auch noch ein, zwei Dinger von den Samples, aber DevShop musste sich hier trennen, leider. Sonst wären die auch rausgekommen, die Sachen. Ja, da muss man generell, also da generell muss man da auf jeden Fall nochmal schauen, was man da machen kann bezüglich der ganzen Klamottengeschichte, so, weil ich sehe einfach ein krasses Potenzial in der Sache. Hast du manchmal Schwierigkeiten, damit weiterzumachen im Leben, obwohl du weißt, was eigentlich auf dieser Welt abgeht? Das ist eine tiefe Frage, das ist eine gute Frage. Also Schwierigkeiten auf jeden Fall. Schwierigkeiten auf jeden Fall. Ich habe definitiv meine Phasen. So, die hat, glaube ich, auch jeder Mensch. Nur ist es wichtig, diese Phasen so kurz wie möglich zu gestalten. Auf das Level zu kommen, dass dich das nicht mehr langfristig irgendwie runterzieht oder dich beeinflusst. Wenn du merkst, spürst, siehst, wie die Welt tickt und funktioniert, dass dich das nicht langfristig runterzieht, sondern dir vielleicht sogar auch eine Art Motivation gibt. Und da liegt das liegt an deinem eigenen Mindset, an deiner eigenen Einstellung und was du vom Leben willst. So, du bist dein eigener Schmied, weißt du, wie ich meine? Oh shit, Digga. Da wollte gerade so ein fettes Vieh hier reinfliegen. Du bist der Schmied deines eigenen Glückes, wollte ich auf jeden Fall sagen. Und du bist selbst dafür verantwortlich, wie krass du dich davon runterziehen lässt, was in der Welt abgeht. Mir hat immer geholfen, dir einfach vorzustellen, dass du für dich einfach das Beste versuchst, nach reinstem Gewissen. Versuchst den Menschen dann irgendwie, also erstmal dir selber hilfst, indem du dich selber liebst, indem du dich selber findest, indem du auf deine eigene Reise gehst. Und im zweiten Schritt dann das teilst mit den Menschen, die in deiner näheren Umgebung sind, wie Familie und Freunde, Leute, die du liebst einfach. Und wenn du dann es noch schaffst, dir vielleicht eine Community aufzubauen und das da noch weitergibst, dann tust du was Gutes für die Welt. Und das sollte dir vielleicht Motivation geben, wenn du siehst, dass Scheißdinge passieren, dass schlechte Sachen auf der Welt passieren, dass du halt für dich aber was Gutes tust und dich damit halt davon distanzierst irgendwo und dich darauf konzentrierst, selber was Gutes zu schaffen. Und wenn wir immer mehr davon werden und wenn immer mehr Leute und immer mehr Menschen das sich als Fokus nehmen, das sich als Ziel nehmen, dann glaube ich auch, dass das dann nicht mehr ganz so krass runterzieht, wenn du siehst, was irgendwo anders vielleicht abgeht, was irgendein anderer Mensch für eine Scheiße vielleicht fabriziert oder wo gerade Leid ist oder wo gerade Ungerechtigkeit passiert. Versuch du, was Gutes zu machen. Das hat mir eigentlich geholfen auch. So.
Aber diese Tage und oder Stunden sind definitiv, die werden kommen und die sind auch präsent. Wenn du ein emotionaler Mensch bist wie ich, der auch viel nachdenkt, dann wirst du auch manchmal einfach traurig sein, manchmal dir einfach denken, fuck, so, was passiert hier, Digga? Weißt du? Hast du noch Kontakt zu Livia? Wir folgen uns auf Instagram, so easy. Wir haben auch mal geschrieben gehabt in der Zeit, wo ich hier war in Mexiko, mal kurz so ein bisschen hin und her. Auf entspannt auf jeden Fall. Was ist mit Nico Nuevo? Nico Nuevo würde mich auch interessieren. Was ist mit Nico Nuevo? Was soll sein, Bro? Ist nix. Abbas Naui sagt, Bro, du bist einfach, du bist ein Mensch, der mit Herz an jede Sache rangeht. Im Gegensatz zu vielen Mainstream-YouTubern, die sehr kalkuliert vorgehen und dem Mainstream gefallen möchten. Bleib so, Digga. Ich küsse dein Herz, Bro. Danke für das Kompliment. Versuche immer so zu bleiben, wie ich bin. Hat mir wahrscheinlich auch irgendwie mal was gekostet, so. Aber was soll ich dir sagen? Was soll ich dir sagen? Lieber real bleiben am Ende des Tages, sich in den Spiegel gucken, als kühl zu sein und kalkuliert Dinge zu tun. Manchmal hätte ich mir das vielleicht gewünscht. Manchmal hätte das meine Karriere und mein Business vielleicht doch gut getan, wenn ich ein bisschen kalkulierter, ohne zu viel Feelings an Sachen rangehe. Aber ich bin halt, wie ich bin. Und ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Weißt du? Oh shit, Justine ist auch am Start. Justine, what's going on here, man? Ich küsse dein Herz. Justine sagt auch gerade, dass sie Tulum irgendwie was mitbekommen hat. Mein erster Vlog ist fertig. I like that, man. I like that. Hau den raus. Wann haust du den raus? Hau den am Sonntag raus am besten. Sonntag ist ein guter Tag. 571M5H4DY sagt, heute siehst du irgendwie anders fresh aus. Ich küsse dein Herz, Bruder. Gib mir die Self-Confidence, Motherfucker. Danke fürs Kompliment auf jeden Fall. Bruder, kennst du Minden? Ist von Hannover nur 40 Minuten entfernt. Da komme ich her. Minden, die Mindy-Vibes, habe ich schon mal gehört, glaube ich, ja? Justine sagt, rot steht dir. Oh shit. Dankeschön. Viele Komplimente heute hier im Chat. Was geht da ab? Oh, heute mal angezogen. Gigi oh Gigi. Yes, sir, man. Heute mal angezogen. Ist doch auch mal was, oder? Bin ehrlich, Bro, deine Muscles vermisse ich schon. Soll ich mich frei machen für dich, Bro? Folgt mir auf OnlyFans. Scheiße. Ist echt krass. Sehr viele Leute, Männer, haben einen OnlyFans-Account, die man hier so kennenlernt. Das ist krass. Das ist ja in Deutschland, glaube ich, brutal verpönt, ne? Also wenn, dann die Girls. Und da ist es auch halt so richtig in diese Porno-Richtung abgestempelt, oder? Kennt ihr Männer aus Deutschland, die einen OnlyFans-Account haben und da Sachen von sich selbst posten? Wie lange brauchst du mit deiner Routine, um einen 15-Minuten-Vlog zu schneiden? Einen 15-Minuten-Vlog zu schneiden kommt ganz drauf an, um was es in dem Vlog geht. Also wie aufwendig ich das auch gestalten will vom Schneiden her. So, ich muss sagen, mittlerweile, dadurch, dass ich so viele Videos schneide, bin ich relativ schnell geworden. Ich mache das jetzt auch schon seit 6 Jahren, musst du überlegen. Seit 6 Jahren mache ich YouTube. Oder sogar noch länger? Ja, ich glaube 7 oder 8 Jahre sogar. Auf jeden Fall schneide ich seitdem Videos und ich habe mich dann immer ein bisschen gesteigert. Gab eine Zeit, wo ich gar keinen Bock mehr darauf hatte. Aber ich bin eigentlich relativ schnell geworden darin, Videos zu schneiden. Wenn ich jetzt einen 15-Minuten-Vlog, einen ganz normalen Vlog, wie die Vlogs, die ihr jetzt gesehen habt, schneide, boah, müsste ich mal meinen Timer danach stellen. Es dauert auf jeden Fall ein paar Stunden. Mit Rendern, da musst du warten aufs Rendern, da musst du das darf man nicht unterschätzen, da musst du das Video hochladen, Titel reinmachen, Videobeschreibung reinmachen, Thumbnail, geiles Thumbnail bearbeiten. Für so eine Sachen, Intro, für das Intro, Thumbnail, für so eine Sachen nehme ich mir immer ein bisschen mehr Zeit, weil ich finde, das Thumbnail und auch das Intro sorgen dafür, wie oft das Video weiterempfohlen wird, wenn Leute davon, also ich finde, man sollte schon in den ersten 30 Sekunden oder so ein bisschen rüberbringen, wie cool und wie krass das Video ist, damit die Leute halt auch bei der Stange bleiben. Deswegen für mich ist das Intro brutal wichtig. Und halt, ob du überhaupt draufklickst, dafür ist das Thumbnail verantwortlich. Deswegen für die zwei Sachen nehme ich mir schon ein bisschen mehr Zeit und auch, ja, so. Es kommt halt wirklich drauf an, was für eine Art von Video das ist, ne? Ein Vlog ist eigentlich relativ entspannt, weil da geht es mehr darum, Sachen zu zeigen, Sachen zu erzählen aus der Umgebung oder so. Da geht es nicht unbedingt darum, schnell und, wie soll ich sagen,
Bei Straßenumfragen zum Beispiel geht es mehr darum, dass es so Schlag auf Schlag alles passiert. Weißt du, dass ein Highlight nach dem anderen, eine geile Situation, ein witziger Einschnitt, irgendwie, dass da immer irgendwas passiert. So. Bei den Vlogs ist es ein bisschen gechillter. Aber die kriegen natürlich deswegen, vielleicht deswegen, ich weiß nicht, ob es deswegen ist, aber Vlogs kriegen bei mir halt auch nicht die krasse Aufmerksamkeit. Also ich glaube, zum Beispiel, wenn ich mehr Umfragen hier machen würde, dann würde das auch mehr Aufmerksamkeit kriegen. So das, wofür die Leute mich halt am meisten gefeiert haben. Ich war nie der Typ, der jetzt krass Vlogs gemacht hat. Ich glaube, da müsste man sich mit der Zeit halt auch wieder eine Base, eine Community aufbauen, die halt auf die Vlogs steht. So. Irion sagt, das Problem ist, dass beispielsweise Totenhöfer bei Belasch und Boogie nicht kritisch hinterfragt wurde und das ist manchmal gefährlich, gerade in der Politik, aber auch bei Künstlern. Bro, ich sehe das eigentlich nicht als Problem so richtig, weil es ist auch nicht in jeder Verantwortung, nur weil du halt vorm Bildschirm zu Hause sitzt und jetzt im Nachhinein, nachdem ein paar Dokus oder irgendwas rausgekommen ist, Expose-Video, was auch immer, aus deiner Perspektive, die du vielleicht denkst, okay, ein kritisches Interview wäre an der Stelle besser gewesen, heißt es noch lange nicht, dass es ein Fehler war, dass die es nicht gemacht haben. So. Weil jeder Mensch hat seine eigene Realität, jeder Mensch hat seine eigene Art von Interviews führen und nicht jeder ist für alles verantwortlich. So. Ne? Du kannst nicht erwarten, dass wenn jemand eine Interviewplattform sich aufbaut, einen gewissen Stil hat, wie zum Beispiel ich das hatte mit Comments Café, kannst du nicht erwarten, dass dann genau bei ihm in seinem Interview mit seinem Stil, was er führt, wie er es führt, wovon man, was auch bekannt ist, was die Leute wissen, dass du dann da erwartest, dass dann ganz krasser, kritischer Talk auf einmal kommt. So. Das ist dann situationsabhängig, aber ich finde nicht, dass es ein Fehler ist. Ich finde einfach, jede Plattform, jeder Typ, jedes Format sollte seinen eigenen Stil und seine eigene Herangehensweise haben. So. Ich meine, wenn du ein kritisches Hinterfragen-Interview haben möchtest, dann guckst du einfach das von Jung und Naiv. Weißt du, wie ich meine? So, wenn du ein Interview haben willst, wo er vielleicht auch ein bisschen mehr aus sich rauskommt, weil das darf man nicht unterschätzen. Sobald du die ersten krass kritischen Fragen stellst, die dem Gegenüber vielleicht auch ja, treffen einfach, dann ist der Vibe auch anders. Der Gegenüber nimmt eine andere Haltung an. Wenn du ihn konfrontierst die ganze Zeit mit irgendwelchen Sachen, die er vielleicht oder angeblich falsch gemacht hat, dann geht man automatisch in die Schutzhaltung rein und versucht sich zu rechtfertigen oder das irgendwie schön zu reden oder so. Und dann entsteht nicht das gleiche Gespräch oder entstehen nicht die gleichen Thematiken, wie wenn er jetzt zum Beispiel eine gute Energie bekommt, der Gegenüber mehr interessiert ist, so wie ich das immer mehr interessiert ist an dem, was der sagt und generell eigentlich davon ausgeht mal, dass der Gegenüber halt auch ernsthaft was sagt und nicht lügt, dann entstehen da auch andere Talks. Und wenn derjenige ehrlich ist, dann kommen da halt manchmal auch Sachen raus, die nicht rauskommen, wenn du ihn kritisch hinterfragst. Weißt du, was ich meine? So muss halt jeder seinen eigenen Stil finden. Remy Lifestyle sagt, würde so beten, so Menschen wie du als Freunde, als Umfeld zu haben. Ich feiere dich einfach. Kennst noch Freiheitin, man? Freiheitin, man. Du als Berlin-Straßenumfrage. Die eine hieß Freier. Geil. Echt schwer es hochzuschaffen in Deutschland mit einem Müllumfeld. Du musst halt an dich glauben, aber ich weiß genau, was du meinst. Danke für das Kompliment auf jeden Fall. Ich weiß genau, was du meinst. Es ist schwer, wenn du nicht die Leute an deiner Seite hast, die dir eine gute Energie geben, damit du dich selber traust, das zu machen, was du im Herzen hast, dann fühlt es sich scheiße an. Aber du musst halt dann einfach auf dich selber hören, auf dein Herz hören und nur in dich selbst vertrauen und dir selber die Power und die Kraft geben, um das zu erreichen, was du erreichen willst, Digga. Weil am Ende des Tages wird es niemanden interessieren, wenn du es nicht erreicht hast. Niemand wird zu dir kommen und sagen so, ah, du Armer oder so ein Scheiß. Du bist für dein Ziel, für deinen Traum, für dein Leben selbst verantwortlich. Alles, was du schaffst, dafür bist du verantwortlich. Alles, was du nicht schaffst, genauso. Wir sind die Captain von unseren eigenen Böten, na Mann. Böten it in, man.